Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Crime Scene Cleaner. Ich spreche so leise, weil uns keiner entdecken darf. Denn wir sind ja auf geheimer Mission. Nee, Quatsch. Hi Leute. Und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie schon gesagt, heute wieder mit der zweiten Folge Crime Scene Cleaner, die wir ja beim letzten Mal schon angespielt haben. Wir sind dann stehen geblieben bei einer geheimen Tür in der Decke, von der Blut tropft. Und heute gucken wir uns an, was uns denn da oben so erwartet. In dem Sinne, Leute, viel Spaß und let's go. So, Leute, da sind wir in unserer Wohnung. Wir nehmen zuerst mal ganz kurz unseren Eimer und machen den mal wieder voll mit frischem Wasser, weil wir ja nicht wissen, was uns da oben erwartet. So, wo sind unsere Reinigungsmittel? Einmal rein mit der Pulle da. Und den Eimer mitgenommen. Wie schön das jetzt wieder ausschaut. So. Ach, komm schon. Lass mich durch. Gut, wir brauchen unseren Wishmops. Und ich weiß nicht, wie geht es denn da auf da oben? Keine Pläne. Wir machen jetzt erstmal den Dreck hier unten weg. Händlerwohnung. Ort gesäubert. Das glaube ich aber nicht. Hallo, warte mal, Kuhreinigersinn? Was zeigt es mir jetzt an? Ach so, wo das Zeug steht. Okay. Ja, wie komme ich da hoch? Hallo. Öffne dich. Oh mein Gott. Okay. Seems like our guy had another Alles Klärchen. Hallo. Darf ich dich putzen? Du bist dreckig. Okay, das ist irgendwie kurios. Wir nehmen die gute Frau mit und schmeißen sie ins Auto. Türe, bitte öffne dich. Mein Gott, ist die Alte schwer. Jetzt haben wir eine ganze Menge zu tragen. Den Müll müssen wir dann auch noch wegschmeißen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal kommt sie ins Auto. Klappe auf. Leiche drin. Klappe zu. Waffe tot. So, dann gehen wir wieder ganz schnell nach oben. Was quatscht er eigentlich ständig dazwischen? Ich bin doch auf Mission. Ich habe keine Zeit dafür. So, Türe zu. Doing, 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 doing. Okay, wir nehmen unser Eimerchen und sind im Dachboden angekommen, wo klassische Musik zu hören ist. Wunderbar. Oh nein! Oh Gott. Das kann auch wieder nur mir passieren. So hässlich. Ja gut, vielleicht ist ja hier oben auch irgendwo ein Wasseranschluss. Ah ja, da hinten. Dann passt's ja, dann ist nicht so tragisch. Wisst ihr was? Ich glaube... Ah ja, nee. Nee, nee. Hä? Okay, Leute. Eimer genommen. Mach die Tür auf. Oh, was haben wir denn hier? Oh, und der Eimer hat sich schon automatisch gefüllt, obwohl ich den einfach weggeworfen habe. Ja, da gucken wir uns dann den nächsten Raum auf jeden Fall ganz genau an. Denn wie es scheint, sind hier nicht nur Mörder am Start, sondern auch Kiffer. Was ja nicht so schlimm ist, weil es ja erlaubt und so. Also, do your thing. Hier ist auch überall. So, was haben wir da? Eine klassische Musiksammlungskassette. Passt. Hier sind Beweise. Oha, was hat er gemacht mit ihr? Und hier Seile und Knoten. Da stand wohl jemand auf Bondage. Ach shit, ich habe gar kein Reinigungsmittel rein. Warum sagt ihr denn nichts? Hallo? Ist es leer? Dann nehmen wir halt das Fairy Ultra Konzentrat. Damit geht nämlich alles weg.
Machen wir hier zu. Und Q war unser Spürsinn. Aber hier wird nichts gespürsinnt. Nö, weil hier nämlich nichts ist. Gut, dann schauen wir hier. Ach, schau mal, hier sind doch Päckchen. Warum sehe ich die nicht? Ganz viel Weed. Gibt es da noch eins? Nö. Hier ist noch eins und da oben sind auch noch zwei kleine. Kann ich die Schaufel nehmen? Ja, aber wozu? Okay, gehen wir. Things change from really, really bad to. Was ist denn hier passiert? Okay. Wir reinigen zuerst mal den Boden, dass ich nicht hier in das Blut reinstiefeln muss. Wenn ich die gute Stute da runterhole. Ja, du brauchst keinen Sponge. Komm, dich machen wir auch sauber. So, und jetzt einmal mit dir. Wartet mal, hat der Bilder gemacht? Mit Tyler will surely lead them to me. Alles klar. So, die schmeißen wir jetzt erstmal da runter. Damit wir hier den Saustall erstmal sauber machen können. Hier haben wir was, eine Kamera, Verbrechensbeweise. Ah, ein Bohrer, eine Säge. Und ich glaube, die Bilder müssen wir alle kaputt machen. Jawohl. Na, gehst du kaputt oder nicht? Okay. Und hier haben wir einen Studentenausweis von Tabitha Kohns. Na gut. Das müssen wir auch kaputt machen. Und dann vermutlich einsammeln. Okay, und dann haben wir, glaube ich, nur noch das Ding. So, wo ist unser Mülleimer? Achso, Quatsch, hier ist der Mülleimer. Mache ich denn schon wieder? Und jetzt ist der Beutel voll, toll. Superklasse. Das können wir gebrauchen, ne? Was? Das muss ich nochmal kaputt machen? Das ist so klein. Hallo? Das ist ja eine Frechheit. Nehmen, nehmen, nehmen. Und der Müll ist schon wieder voll. Das ist doch belastend. Okay, dann haben wir jetzt erstmal hier den ganzen Müll aufgesammelt. Ach, wisst ihr was? Die können wir gleich auch da runterschmeißen. Was weg ist, ist weg. Oh nein, nicht die Müllboxen. Halleluja. Ich bin mal wieder grobmotorisch unterwegs, wie ihr seht. So Leute, sorry, tut mir leid, wenn das jetzt gerade hier ein bisschen schwarzen Balken hatte. Ich habe das irgendwie jetzt zu spät gecheckt. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall repariert. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir brauchen ja den Wischmopp. Um hier alles sauber zu machen. I should use a sponge. Ja, dann nimm halt deinen SpongeBob. Wenn er denkt, es ist schneller sauber mit einem Spongy, erfüllen wir ihm doch den Wunsch. Schließlich ist er der Meisterreiniger. Chup, chup, geht es auch schneller weg. Okay, wunderbar. Kuh. Müllsäcke entsorgen. Wische das ganze Blut auf. Wo ist noch Blut? Leute, habe ich irgendwas übersehen? Dahinter ist auch sauber. Ach so, ich glaube, ich habe in dem einen Raum, genau, hier, wo der Wischmopp, wo der Eimer umgefallen ist,
So, jetzt haben wir es. Okay, dann stellen wir das Ding jetzt hier hin. Gießkanne steht auch wieder. Wir machen hier zu. Tun so, als wäre hier irgendwas gewesen. Kann ich das eigentlich wieder hochklappen? Nein. Gibt es jetzt keinen chilligeren Weg, die da rauszubringen? Müssen wir mal gucken. Vielleicht irgendwo durchs Fenster? Hier vielleicht. Wenn ich boxen kann, dann kann ich doch... Don't underestimate Dad's strength. Ah, yeah. Guckt mal an. Kann ich dich von hier nehmen? Na, komm mal zu Papa. Aha. So, und kann ich die jetzt... Kann ich da hoch? Oh Gott, ich lebe so gefährlich, oder? Hey, wartet mal. Wir schmeißen dich dahin. Nehmen uns den Hocker und stellen ihn dorthin. Und hüpfen dann auf den Hocker und schmeißen sie darunter. Ah, perfekt gefallen. Halt hoch. Dann machen wir doch dasselbe jetzt auch mit den Müllsäcken. Dann sind wir die nämlich ziemlich schnell los. Hier machen wir mal zu. Blöd, dass man die alle einzeln tragen muss. Das nimmt so viel Zeit weg. Tun wir den mal dahin erst einmal. Und dann ganz schnell wir düsen. Nicht gegen die Wand. Hier ist noch der. Schmeißen wir jetzt davor. Genau so machen wir das jetzt. Immer ein Step nach dem anderen. Schmeißen wir dich hier rein. Dich auch. Machen die Tür hinter uns zu und auch hier. Da ist er schon zu. Gehst du dahin und du. Hier, okay. Einmal runter mit dir. No, der Schuh muss bleiben. Hallo. Dann. Oh, Halleluja, da muss man echt aufpassen, wo man hinklickt. Und der letzte. Okay. Cool. Ach so, wir könnten dieses Beweismittelchen hier noch aufsammeln. Und dann die Türe verlassen. Die Wohnung. Schön mit Öl, Nummer 23. Dann sind wir ja, wenn wir alles entsorgt haben, dann tatsächlich auch fertig. Sie zuerst mal, damit uns hier keiner auf die Schliche kommt. Dann einmal den da. Und den hier. Und wir machen ganz schnell mal zu. Hallo, willst du nicht zum Leichensack? Mein Gott. Geh da rein jetzt. Okay, dann haben wir... Alles erledigt und müssen jetzt den Tatort verlassen. Sorry. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten? Ja. Ich möchte fortfahren. Falscher Anruf. 36 Minuten gebraucht. 100% Blut, 100% Möbel und 100% Möbel. Perfekte Punktzahl. Beweise haben wir anscheinend alle gefunden. Leichen auch. Cool, wir haben es geschafft. Geldeinnahmen. $5.000 mal 100%. Plus das, was wir geklaut haben, sind 8.100 am Schluss. Also, sauber machen lohnt sich dann wohl doch. Geheimnisse, was ist das? Ach so. Hä? Oha, haben wir zweimal Kassetten nicht gefunden, oder was? Ja, das ist natürlich belastend. Dann müsste man sich vielleicht da nochmal umschauen. Und wir haben ein Achievement. Jetzt sind wir wieder zu Hause und können mit C den Fertigkeitenbaum öffnen. Und hier können wir jetzt unsere Sachen upgraden. Hochdruckreiniger.
Hey, wir haben einen Hochdruckreiniger, den habe ich aber gar nicht gesehen. Ich möchte, dass er 25% langsamer verschmutzt anwenden. Und dann soll er um 20% besser reinigen. Was ist denn das? Reinigungsgeschwindigkeit. Oh yeah. Einen zusätzlichen Mob mitführen oder einen zusätzlichen Schwamm? Nein, ich möchte, dass die Geschwindigkeit erhöht wird. Und beim Schwamm machen wir auch, dass er langsamer verschmutzt. So, einen haben wir noch. Das heißt, den tun wir in den Hochdruckreiniger und zwar in die Düse für die erweiterte Reinigungsabdeckung um 20%. Ja, Leute, und das war es auch wieder mit dieser Folge. Wir haben den Tatort erfolgreich gereinigt. Schreibt mir doch in die Kommentare, ob wir noch weitermachen sollen, uns weitere Tatorte ansehen sollen oder ob ihr sagt, nö, als Versuchsobjekt hat uns das gereicht. In dem Sinn, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Ciao.